Hallo lieben Pisspot und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore. Ui. Ja, ich mache gerade was höchst Interessantes, aber das muss ich halt schon die ganze Zeit machen, deswegen. Ich bin nicht gerade am Suchen. Tut's mir leider leid. Wir gehen auf jeden Fall gleich mal rüber zu Jonas, denn der hat schon ein bisschen weitergebaut und so. Du hörst mich aber schon, oder? Ich höre dich schon, ja. Ah, okay. Weil du mich so komplett ignorierst. Schau mal, wir haben Diamanten gefunden. Das ist doch auch was. Hey, wo bist du denn? Lustiges. Ja, wo soll ich denn sein, Alter? Ja, da hinten weiß halt. Ich wo da hinten? Ja, da bei dem Nether-Teil, wo ich seit ungefähr 6-7 Stunden bin. Du hast gesagt, du Birkenholz fahren, du Knecht. Ich bin jetzt bei den Birken, Alter. Wann habe ich gesagt, dass ich Birken... Ich habe gestern gesagt, dass ich Birkenholz fahren bin. Nein, du hast... Alter, ich habe dich vor der Folge gefragt, so... Ja, wo bist du? Du so, ich bin Birkenholz abbauen. Ich hab... Wo ich mir schon so dachte, so, okay. Ich hab gesagt, dass ich hinten beim Stein abbauen bin. Ich hab nie im Leben Birkenholz gesagt, ja. Alter, du hast safe Birkenholz gesagt, Mann. Ich hab kein Birkenholz gesagt. Birkenholz gesagt, hör auf mich anzulügen. Ich hab es alles auf Aufnahme. Ja, bestimmt, Alter. Du hast safe Birkenholz gesagt. Alter, ich hab kein Birkenholz gesagt. Hey, das war vor der Aufnahme, Mann. Ja, aber... Das war voll lang davor. Ja, aber Overwolf... Und GeForce nimmt bei mir einfach alles auf. Ja, kein Wunder, dass du Leistungsprobleme hast. Nein, Spaß. Habe ich Leistungsprobleme? Weiß ich nicht. Du hast Leistungsprobleme. Ich habe mit meinem Ultrashader. Aber da läuft's auch momentan. Ich habe dich gefunden. Ich habe Diamanten. Okay. In welche Richtung muss das noch ausgedehnt werden? Du hast Diamanten, ja bestimmt. In alle. Außer in die, wo du bist. Nee, Spaß. Okay. Ich weiß noch nicht. Ich muss ja das erst abzählen, wo noch wie weit weitergemacht werden muss. Ja, nach oben, nach unten. Eigentlich wäre nach unten schlauer, weil das ist leichter. Nee, nach unten ist nicht schlau. Also nach oben. Weil sonst ist es zu weit unten. Warte. So, wir bauen die Diamanten gleich mal ab. Ich habe 16 TNT noch. Schau mal, jetzt haben wir 4 Diamanten. Aus 2. So, wir zählen es kurz ab. Wir haben hier 87 zu 408. Wir brauchen 30, also noch 9 Blöcke mehr. Warte. Ich zeig dir, wie weit es hier noch rüber müsste, beziehungsweise. Also. Hier, 3. Und. Wie war das verschwunden? Nein, ich bin hier. So. In die beiden Richtungen müsste es so weit. Oh, ich hab Redstone. Nice! Dann baue das halt nicht sofort ab, so. Und tu bitte das dort oben auch noch abwandern, zumindest. Ich hab ne Glücksspielzacke, gell? Wenn da irgendwas ist, dann sag's mir. Das ist der Grund, warum du Bock hattest, mir zu helfen, gell? Ja. Da ist noch mehr, guck mal hier oben, ich hab gerade freigelegt. Oder du gibst mir einfach die Glücksspielzacke. So, ja, aber ich muss es weiter abzählen. Alter, ich sehe schnell. Richtig geil. Ja. Das sind die 63 auf 93 dann. So, auf 93. So, auf 93. Und bei Jonas war es ja noch so. Das ist, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Auf 93, ja. Ich baue einfach mal so rüber. Vielleicht werde ich ja gleich zerschossen vom TNT. Wäre auf jeden Fall amüsant. Oh, ich werde echt zerschossen von TNT. Oh, Alter, ich flüchte jetzt schnell. Es war gerade direkt neben mir. Fand ich lustig. Nice. Obwohl, eigentlich, warte mal, ich habe erst 30, 31, 32. Wir müssen nämlich eh 32 machen, nicht 30. Okay.
Beziehungsweise eigentlich kann man auch 30 machen, aber das ist. Wir können doch gleich 32 machen. Okay, wenn wir schon dabei sind. Nee, man müsste sogar 34 machen, sagen. Nee, also 32 ist gut. Und an ein paar Stellen wird es halt auf 34 erhöht. Aber an nicht vielen. So, also genau soweit. Du kannst das hier auch gerne dort hinten noch weitermachen dann. Hier diese eine Schicht da wegmachen. Und zur anderen Seite. So, jetzt weiß ich leider nicht mehr genau, wie weit es dort war. Warte mal. Können doch einfach mal schauen. Hier sind es 63, genau, doch 93, gut. Hallo Zombie, ich höre dich. Oh, jetzt kommt Jonas wieder und. Hallo, schau mal, ich bin da. Ja, ich würde da nicht so lang bleiben. Ja, ich weiß. Hier wird kontrolliert gesprengt. Ich würde sagen, da müssen wir uns jetzt beeilen beim Schnell-Up-Hour. Ich hab verkackt. Ich hab's gespürt. Hey, Alter, das ist ja richtig kontrolliertes Sprengen, das ist richtig geil. Das müsstest du dir angucken. Kann ich nicht. Ja, dann halt nicht. Aber du hast nur 6 TNT gehabt oder so, oder? Was? Nein, ich hab mir neues gecraftet. Ach so. Ist schön alles vercraftet, finde ich cool. Nein, ja, für was brauchen wir das Gunpowder sonst? Für nix. Siehst du? Aus Sand. Und ich hätte auch für Glas oder so. Sand haben wir genug, da habe ich genug gefarmt von. Ach stimmt, 32, ich bin halt auch richtig unterentwickelt. Egal, das kann Jonas gerne mit seinen kontrollierten Sprengungen auch so ein bisschen dann noch machen. Aber ich habe es jetzt mal an allen Seiten so weit gemacht, dass es richtig ist. Also, ja. Und dann müsste oben noch so ein Loch nach oben gemacht werden, wo dann auch noch was hinkommt, weil ich weiß schon relativ genau, wie es aussehen soll, weil ich es schon mal gebaut hatte. Aber wir zeigen es euch nicht. Das ist eine Überraschung. Nein, Spaß. Nice. So, ich habe übrigens in der Zwischenzeit so ein bisschen offline ein bisschen weitergebaut und so, und das ziemlich viel. Ja, das schauen wir uns auch gleich an. Da kannst du auch. Oh, meine Maus hat sich gerade gewärmt. Oder halt ich selbst. Auch möglich. So. Oh Gott, das ist dumm, was ich gerade. Jonas kontrollierte Sprengung. Ist richtig krass. Du hast die Kiste kaputt gemacht. Das meinte ich mit. Oh Scheiße, das ist voll dumm. Ja, egal. Passiert. Aha, passiert. Lustig. Am besten gehen wir gleich zurück und holen uns eine neue. Ja, das ist gut. Ich geh jetzt gerne zurück. Weil dann kannst du uns auch zeigen, was du gemacht hast. Ich habe sau viel gemacht. Ich habe überall fertig ausgeleuchtet. Außer den einen Raum, den hattest du ausgeleuchtet. Da ist was gespawnt vorhin. Und dann habe ich da was hingemacht. Ja, geil, du machst jetzt alle Fackeln weg, die da unten rumchillen, ne? Mhm. Ist dunkler. Idiot. Wow, da ist ein Zombie, Alter. Da ist noch ein Creeper. Wir machen das ganz einfach. Den lassen wir jetzt schön weg. Genau, tschüss, Creeper. War lustig mit dir. Alter, ich hatte gerade voll das Verlangen, dich zu schlagen. Ja, das hat den Creeper ganz so richtig weggemobbt einfach. So, können wir ja gleich diesen wunderschönen Weg unten gehen. Aber wie findest du das? Weil ich auch das wollte ich nicht so ganz fertig machen. Dass es so einfach ist. Dass es von außen auch so ein bisschen so aussieht, wie es halt aussieht. Ja, ich habe hier die ganzen Pfeiler noch reingemacht. Aua. Sorry. Ja, schlag mich einfach. Hey, warte mal, komm mit. Hast du das jetzt sogar aufs Gleiche gemacht? Was? Ah, nee. Ja. Nee. Das war ja schon die ganze Zeit. Nur was anderes. Hier habe ich Fackeln hingesetzt. Dass du Fackeln. Komm mal mit runter. Hier unten habe ich fertig ausgeleuchtet und gebaut. Oh, nice. Sieht interesting aus. Ja, ich wollte es irgendwie wissen. Man kann sogar die Fackeln so machen, wie sie oben waren. Aber muss man nicht. Mit. Ja, hier habe ich alles fertig gebaut und dann hier drüben. Das ist das, was ich. Ah, ja, genau. Warte. Ich hatte bisher die ganze Zeit keinen Shader drin, weil da hinten ein Shader kacke ist. Warte mal. Entweder schaue ich, ob der hier geht.
Ich glaube, der ist wahrscheinlich hier so. Hier habe ich dunkel. Aber nicht richtig ausgeleuchtet, weil ich keine. Heute ist der Bock zu dunkel. Hatte, gescheit auszuleuchten, deswegen habe ich die Fackeln gelassen. Aber da kommt irgendwann vielleicht noch. Ich hoffe aber, der ist nicht so dunkel. Hier, so. Diese Teile hier, diese Lampen habe ich da auch hingesetzt. Jetzt. Für uns durch. Nice, oder? Ja, hier, die Geländer habe ich voll mit Fackeln gesetzt. Und halt da alles zugemacht. Hier oben, da habe ich auch mal alles voll mit Fackeln gemacht. Und da oben habe ich auch noch Pflanzen gesetzt. Ja, sieht nice aus. Ja, das ist so das Hauptding, was ich eigentlich gemacht habe. Ansonsten noch innen drin halt ein bisschen Beleuchtung. Hey, mit Sinne, Matic Mode. Ich bin ein richtiger krasser Typ, nicht? Okay. Oben geht's weiter, oder wie? Hier oben? Ah ja, nice. Ja. Überall schön fleißig weitergemacht. Und zwar in unserem Lager habe ich auch mal ein bisschen besser ausgeleuchtet, da habe ich einfach Fackeln gesetzt und zwar an genau, die Seite. Genau, hier oben. Ja, da ist jetzt sauhell drin. Dort oben hatten wir diese Fackel mit Dings. Aber das ist halt sauteuer. Ja, okay. Hier habe ich überall Fackeln gesetzt an der Seite noch. Okay. Weil hier immer Viecher gespawnt sind. Ja, das stimmt. Und dann habe ich da oben noch. Eigentlich könnten wir, warte mal, wir nehmen gleich Zeug mit. Also Kisten. Ich nehme gleich Kisten noch mit. Mhm. Hier, 7 Stück, so reicht erstmal. Sonst Werkzeug. Hier haben wir noch eine Fortune 3 Spitzhacke. Weil wir haben noch eine. Ja, GG. Diamond. Okay, ich crafte mir mal ein paar neue Spitzhacken. Gönn dir. Okay, das war's, ja? Aber? Nee, das war's noch nicht. Okay. Dann halt. Ist hier drin noch was? Nee, hier drin ist nur kurz die Dinger noch machen. Ich habe übrigens das Geländer außen habe ich neu gemacht. Das war hässlich. Also, unser Balkon. Ja, der war halt generell eigentlich nie fertig, so. Oder lassen wir den jetzt so? Wir konnten hier. Deswegen hab ich den ein bisschen runtergemacht. Wir konnten hier so eine Bank hinstellen, wo dann außen. Hab ich fast nicht, hab nichts dabei. Das ist so eine Bank halt. Whatever, ich hier hin. Wo man dann so halt rausschauen kann. Ja. Oder auch eins weiter nach vorne. Ja, warte, ich kann. Ich weiß nicht, mach das irgendwie. Auf jeden Fall würde ich sie nicht aus Dirt machen, vielleicht. Hier oben habe ich halt da noch ganz viele Fackeln geblazed, weil da vorhin ein Creeper gespawnt ist. Aber das hier habe ich neu gemacht. Das hier habe ich neu gemacht, hier. Ah, nice. Cool. Das da oben. Und da drüben habe ich auch. Habe ich mal die Fackeln weggemacht und da sind zwei noch Lampen dran geklatscht. Ja. Mhm. Genauso ist, wie ist hier. Nee, hier hinten ist nicht so dunkel. Okay. Genauso wie hier. Hier habe ich auch noch neue Dinge hingemacht. Das Problem ist, es hat scheiße ausgesehen, deswegen konnte ich da nicht hinten nicht noch eine ins Eck klatschen. Das sah scheiße aus. Deswegen ja, aber das ist ja egal, die können ja nicht an der Decke spawnen. Ja. Und ja, okay, also das letzte war hier hinten. Und hier hinten habe ich noch. Und halt ist auch noch cool. Ja. Da habe ich noch welche gemacht. Und da unten, guck mal, so voll special. So. Oh lol, ja. Ich hatte richtig da hell. Drauf. Richtig hart übertrieben einfach. Ja, und das war's eigentlich. Ja, gut. Cool. Finde ich schön. Hast du toll gemacht. Geil. Ja. Regnet. Lass schlafen gehen. Weil bei Regen droppen meine Frames immer ein bisschen. Mit dem krassen Shader. Oh, Hilfe. Und ich bin halt so ein Knecht, ich spiele auch ohne Aufnahme mit dem krassen Shader. Ist ein Knecht, ja, das stimmt. Ja, während du halt so, wenn du privat spielst und so immer den Shader rausmachst oder so, spiel ich halt einfach mit. Ja. Oh, jetzt habe ich die Fackel abgebaut. Oh ja, hallo. Kennen wir es? Ich glaube, der ist auf mich getriggert. Ja, nee, der ist auf dich getriggert. Der ist generell halt richtig hart triggert. Aua, au, au, ich bin runtergefallen. Ja, tschüss. Ich schaff's auch noch gegen 5 Enderdrakes. nee, ach stimmt, das hatten wir ja gar nie besprochen. Die Frage ist halt, was wir jetzt machen. Was als nächstes kommt, ob dann 5 Enderdrakes kommen, wobei da halt die Frage ist, ob das dann wirklich viel schwerer ist, weil
Das ist jetzt halt so voll dunkel mit Shader. Das macht wieder. Oder 22 Hulu Plus. Hey, hier ist voll hell mit meinem Shader irgendwie so. Ja, aber im Vergleich zu normal ist halt viel dunkler. Ob wir jetzt gegen 5 Ender Drakes kämpfen. Oder halt 4. Oder halt jetzt gegen 3 und Crystals. Und da es ja auch bei den 3 so war, dass die sich halt irgendwann die ganze Zeit selbst wieder so weggenockt haben, dass sie gar nicht mehr rankamen, ja, ist es wahrscheinlich schlauer, jetzt mit 3 Enderman, 3 Ender Drakes und Crystals anzufangen, oder? Ja, könnte man schon überlegen. Das wie viele TNT hast du eigentlich noch? Gar keine. Ah, okay. Alles verbraucht. Wir könnten eigentlich mal eine Mob-Farm machen. Ja, kannst du machen gerne. Aber die sehen halt immer hässlich aus. Ja, du, das kriegst du auch schön hin. Hab ich Vertrauen in dich. Ja, lass mal das mit dir lieber. Ach stimmt, was ich noch sagen wollte, wegen, wir hatten ja in der letzten Folgen über AMD und Intel gesprochen. Und da hatte ich, glaube ich, gesagt, dass ich schätze, dass der 8-Kerner von Intel um die 500 bis 600 Euro kosten wird. Aber im Nachhinein betrachtet, als ich es mir dann in der Folge angehört habe, habe ich mir gedacht, hey, was habe ich da eigentlich gelabert? Weil ja selbst der beste 8-Kern-Prozessor von AMD kostet momentan 493 Euro, glaube ich. Und da wird auf jeden Fall, sage ich, also tue ich jetzt so vage, einfach mal behaupten, wird Intel da auf jeden Fall drüber sein, weil deren 8-Kerner auch, so wie ich es denke, besser sein wird. Deswegen denke ich fast, dass er vielleicht für 700 Euro ja anfangs auf den Markt kommt. Den Preis hätte ich auch gedacht. Ja. Es wäre auf jeden Fall realistischer, nur ich habe irgendwie mich auch 1700er von AMD orientiert, der eigentlich nicht viel schlechter ist als der 1800X. Aber das ist eine andere Sache. Und der kostet ja 316 momentan oder 317. Wo immer du ihn kaufst. Jo. Ja. Das war es auch dazu. Mehr wollen wir nicht sagen. Für alle, die sowas nicht mehr interessant finden. Pech. Also. Ja, für die ist Pech. Aber die können sich die beiden letzten Folgen anschauen oder halt und sich denken, Alter, was laber ich für Scheiße? Und für all die, die es nicht interessiert, die können sich freuen, dass wir jetzt nur kurz darüber gesprochen haben. Ja. Jetzt reden wir halt über nichts mehr. Ja, jetzt haben wir kein Thema mehr. Also ich habe auch Jonas schon vor der Folge gefragt, ob so ein Thema hat, weil ich nur Uninteressantes machen will. Aber uns leider kann es nicht. Jetzt mache ich aber Uninteressantes mit dir. das hat mich auch schon gewundert, warum du jetzt mitmachen willst bei mir. Weil ich selbst gerade nichts zu tun habe und ich nicht weiß, was. Und ich weiß noch nicht, was für eine Brücke ich da bauen soll. Okay. Also, beziehungsweise, ich habe schon so ein. Du kannst nicht aber auch zum Beispiel nächste Folge mal zu so der anderen Insel bauen oder sowas irgendwie. Wenn du Bock hast. Was wollen wir da machen? Ja, weiß nicht, du hast gesagt, dass wir uns zu allen Insel bauen wollen. Ja. Ja. Halt was Cooles hinmachen. Ja, mal gucken. Da scheinen wohl Sonnenstrahlen durch den Berg. Durch den Gestein. Da drin. Voodoo Place. Okay. Einem das nur ganz kurz immer. Also. Aua. Aber ist irgendwie lustig. Aber ich finde auch diese Pixel dann beim Abo und diesen. Ich finde, das ist sehr abwechslungsreich, dass sie immer schwarz sind, egal was man abbaut. Auch noch Klops an Voodoo Place finde ich auf jeden Fall richtig krass von denen. Da haben sie sich was bei gedacht, würde ich sagen. Die dachten sich, waren wir Prozessor leid. Bist du gerade rausgeflogen? Warum? Ja. Okay. Warum? Nicht, ich bin nicht rausgeflogen, ich bin rausgegangen. Ich hatte keinen Bock mehr auf dich. Alles klar. Ich mach Shader raus, so ist heller. War mir dort oben zu dunkel. Ich habe sau viele Fackeln, also jetzt nicht mehr. Ich habe 64 nur noch. Aber, wobei, Prozessorleistung wird es nicht unbedingt so jucken.
Ja. Und eigentlich auch die Grafikkarte nicht. Ja. Ja, keine Ahnung. Alter, das ist echt richtig krass spannende Arbeit hier. Ja, ich wusste jetzt auch nicht genau, wo du mitmachen wolltest, aber... Du kannst doch schon mal anfangen zu bauen und ich baue einfach weiter ab. Weißt du? Soll ich anfangen zu bauen? Ja. Okay. Also jetzt ernsthaft. Also theoretisch müsste man... Nee, das machen wir irgendwann. Das kommt dann auch noch, dass wir das viel niedriger noch machen. Also noch, es muss eigentlich... Irgendwann muss es an Stellen noch viel weiter nach unten gehen, so. Weißt du, ich habe dich nicht irgendwie am Anfang gefragt oder so, ob das noch tiefer soll. Du so, nee. Nee, generell die normale Höhe dort, wo du läufst, ist richtig so. Nur da, wo Lava dann ist, und da wird Lava sein, ja, da ist es dann viel tiefer. Aber wir werden safe hier drinnen versterben an Lava. wenn nicht, dann schmeiß ich dich rein. Das Gute ist ja, du musst bedenken, wir können Wasser benutzen. Also wir sollten es vielleicht nicht unbedingt immer... Toll, dann haben wir überall Obsidian. Ist besser, als wenn wir sterben. Und überall haben wir es ja dann hoffentlich nicht. So, ich wollte Netherrack holen, aber das machen wir dann eh erst in der nächsten Folge. Weil die Folge jetzt schon sehr lang ist. Jo. Und ich glaube, ich werde in meiner Folge dann wirklich die Brücke bauen. Weil ich habe so eine kleine Idee habe ich schon. Ich weiß noch, wie ich umsetzen kann. Abschließende Worte sagen, Jonas. Nee. Okay. Das war wahrscheinlich auch besser, um das Niveau nicht zu hart zu senken. Und dass die Leute auch vielleicht noch beim nächsten Mal einschalten. Also, wir sehen uns morgen wieder. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und bis morgen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Okay.